starten. Passt. Fein. Dann geht's auf zu Runde 2 des heutigen Abends. Vielleicht, wenn wir Bock haben, geht sich auch eine Runde 3 aus. Schauen wir mal, wie wir eben Bock haben. So, der gute Broga. Gut, unter Anführungszeichen. Meinte ja, wir sollen uns jetzt in der Arena beweisen, ne? Gut. Auftrag für Kämpferleins war meiner Meinung nach der Kerl hier, der Craig. Also, hast du schon mal eines dieser goldenen Bruchstücke gesehen? Das ist auch wichtig. Hast du schon mal eins dieser goldenen Bruchstücke gesehen? Ja, ich weiß davon. Oscar sucht diese komischen Bruchstücke, um ein Schwert für den Don daraus zu machen. Und weiter? Naja, ich habe eins dieser Bruchstücke. Oscar wollte es mir schon abkaufen. Aber weißt du, für die paar Kröten, die er mir geben wollte, nee, dann behalte ich es lieber. Und was würde es denn kosten? Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut, 100 Gold. Boah, Shiviki. Ja, von mir aus, gib her den Dreck. Abgemacht. Alles klar, hier hast du das Ding. Yay. Aber mal ganz ein anderes Thema. Ich will in der Arena kämpfen. Ich will in eurer Arena kämpfen. Das wollte ich hören. Na dann, viel Glück. Aber merkt dir, wenn einer am Boden liegt, ist der Kampf vorbei. Wenn du nachtrittst oder jemanden tötest, wird man dich zur Rechenschaft ziehen, klar? Klar. Das würden wir niemals machen. Ich will spielen. Was? Ich will spielen. Na dann lass mal hören. Auf was willst du setzen? Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. Jo? Ich kämpfe gegen Ricardo und werde gewinnen. In Ordnung. Das wird nicht weiter schwer. Bringt dir aber auch nicht viel ein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, yeah, 2 Bruchstücke da nur mehr. Kommt er jetzt her oder wie geht das? Hallo? Aha, der vertraut mir einfach blind. Okay. Da muss ich mit ihm quatschen, ne? Ihn zu einem Duell quasi herausfordern. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir gewinnen tun. Aber zuallererst tun wir speichern, weil wir es können. So, Servus. Ich fordere dich zu einem Arena-Kampf heraus. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Pass mal. Warum nicht? Komm mit. Jawohl. Schön ehrenhaft. Schön ehrenhaft. Schön ehrenhaft. Hoffen wir mal. So. Na, aha. Dann zeig mal, was du kannst. Batsch, bam, bam, bam. Batsch, bam, bam, hui. Batsch, bam, bam. Bam, zack, brack. Ich liebe unser Schild. Ja. Hui. Au. Ja. Bam, zack, brack. Aha. Zack, brack. Boom. Zack, zack, zack. Aha, natürlich. Oh, Na komm her, Schnucki. Puh, nicht nachhauen. Langsam. Langsam. Aber ausrauben, bitte. Was hat er denn? Leichte Armbrust, Fläschchen, Krautstange und Stacheln. Und sein Schwert. Ich danke dir. Du hast mir fast alle Knochen gebrochen. Stell dich nicht so an. Ich war eben besser. Mistkerl. Ja. Passt. Ich hoffe, das hat jetzt wer gesehen. Können wir gleich mal fragen, ob wir unseren Einsatz zurückbekommen. Hurra, hurra, wir haben gewonnen. Lala, trara, huiaram, tada. Da rennt er, da springt er, lalila. Hallo, Clay. Clay, genau. Ricardo war nicht schwer zu besiegen, oder? Nö. Hier ist dein Gewinn. Danke. Kämpfen eure Anführer. Kämpft euer Anführer Broga auch in der Arena? Das können wir auch fragen. Kämpft euer Anführer Broga auch in der Arena? Das solltest du lieber nicht fragen, Junge. Hab allein ich doch die Frage würde ihn schon aufregen.
Oh. Ich glaube, das lassen wir lieber. Okay. Wieso? Weil du dich besser nicht mit ihm anlegst. Nicht Aha. einmal bei einem harmlosen Wettkampf in unserer Arena, verstehst du? So, so. Du bist doch auch Kämpfer. Kämpf mit mir in der Arena. Mhm. Du bist doch auch Kämpfer. Kämpf mit mir in der Arena. Ach, Junge, ich hatte befürchtet, dass das kommt. Hast du dir das auch gut überlegt? Ich denke schon, oder? Ich will jetzt mit dir kämpfen. Hoffe ich halt. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Moment, nicht so schnell. Wenn du mit mir kämpfen willst, setzt du erstmal Gold. Ja? Ich bin nicht so bescheuert wie die anderen und kämpfe um nichts, klar? Klar. Also, ich will spielen. Ich will spielen. Lorenzo. Domingo 100? Er hat 50. Ja, fangen wir mit Lorenzo an, ne? Also, ich werde weiter Lorenzo halt. In der Arena besiegen. Lorenzo. Abgemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Boah. Viel Glück. Die zwei Deppen da müssen echt stark sein. Warte noch kurz. Hallo Hawkins. Der Arbeiter Dwight gibt einen Dreck auf deine Befehle. Der Arbeiter Dwight gibt einen Dreck auf deine Befehle. So ein Mistkerl. Beppo wird im Sechseck springen, wenn er nicht bald die Artefaktkisten geliefert bekommt. Und jetzt? Man müsste dem Mistkerl mal so richtig den Hosenboden langziehen. Okay. Ja, mach das. Ich soll das machen? Vergiss es. Ich leg mich doch nicht mit ihm an. Du bist ein Held. Dann müssen wir das eben machen. Zuerst werden wir aber Lorenzo bitten, dass er mit uns in den Ring steigt. Hallo Kerl. Ich würde dir gern in der Arena was auf die Rübe geben. Ich würde dir gerne in der Arena was auf die Rübe geben. Bitte. Ein Schaukämpfchen? Ja. Na schön. Warum nicht? Gleich wirst du Staub fressen. Komm mit. Das befürchte ich auch. So, da war ihm das Huhn gerade im Weg. Drum hat er so komisch sich bewegt. Wir sind gesund, das ist schön. Das heißt, wir haben auch... Also wir brauchen nichts essen, nichts saufen. Ich bete jetzt nur zu meinen Göttern. Und zu sämtlichen Titanen, die hier vielleicht mal ein Erdbeben oder so und zu, für unsere Gunsten springen lassen. Also. Na dann mal los. Jawohl. Warst du dreimal schon? Cool. Puh, Glück gehabt. Wow, pariert. Wow. Das war ich habe ungewollt pariert. Puh. Hiya. Ja, ja, ja. Na los, na los, na los. Ja. Bam. Zack, brack, boom. Jawohl. Zack, zack, zack. Zack, zack, brack. Und gleich haben wir... Wow, aua, aua. Ah, hoppla. Und geschafft. Was hat er? Ein Haufen Goldmünzen, kleiner Heiltrank und eine Beere. Und ein rostiges Schwertelein. Super. Na? Wer ist der bessere Kämpfer von uns beiden? Hab nicht so eine große Schnauze, bin nur ausgerutscht. Das ist alles. Genau. Lass uns deine Tempelruine ausheben. Oh. Stimmt, da war auch noch was. Lass uns deine Tempelruine ausheben. Ach, sieh an. Hast doch Interesse. Jo. So, dann los. Folge mir. Stimmt, das war ja auch noch. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht versaut. Mal so nebenbei, ne? Etwas essen. So. Der wird doch wohl stark sein, hoffe ich mal. Ich werde das trotzdem mal speichern hier. So, fortsetzen. Hoffentlich gehen wir weiter. Kein Fehler. Aber ich glaube, es ist machbar. Also er wird da schon was... Er wird schon was können, hoffe ich mal. Juhu, hurra. Nebenbei können wir auch gleich mit Craig reden, dass wir ihn auch besiegt haben hier. Warte mal ganz kurz. Hallo Craig. Lorenzo, hast du es ganz schön gezeigt. Mhm. Hier ist dein Gewinn. Merci beaucoup. Basta, gehen wir weiter. Wohlhabend. Ich gehe voran. Wir sind wohlhabend. Das ist ja schön.
Das hört man gerne. Keine Geldsorgen. Da lebt es sich doch gleich viel einfacher. Ach so? Oh. So, du Großmaul. Hier sieht uns keiner. Jetzt unterhalten wir uns mal ein paar Takte. Ich hab's geahnt. Typen wie dich kenne ich, die machen nur Ärger. Ja? Wo ist denn jetzt dein toller Tempel? Wo ist denn jetzt dein toller Tempel? Tempel? Ich geb dir gleich Tempel. Wir beide sind jetzt ganz unter uns. Ja? Und du wirst mir jetzt dein Gold geben. Nein. Lass uns drüber reden. Bring wir es hinter uns, zieh deine Waffe. Wenn's dir nur ums Geld geht, hier. Du willst dich wirklich nochmal mit mir schlagen? Lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden. Ich will nicht mit dir reden. Ich will, dass du aus dem Lager verschwindest. Jeder Penner, der hier herumlungert, kostet mich nur einen Anteil an dem Gold. Wie freundlich. Na dann das letzte unten, ne? Du willst dich wirklich nochmal mit mir schlagen? Bisher habe ich nur Spaß gemacht. Oh. Das hier ist verdammter Ernst. Na dann. Schlecht. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Zieh deine Waffe. Jetzt sprichst du meine Sprache, Arschloch. Danke. Na dann mal los. Sehr freundlich. Puh. Ja. Hä? Ja. Hä? Ja. Komm her, du Mistkerl. Ja. Ja. Puh. So. Ein bisschen haben wir ihn schon beschädigt. Jawohl. Jawohl. Na komm. Ja. Ja. Jawohl. Ja. Ja. Au, ich hab hier geblockt, du Sau. Ist ja wahr. Mistkerl depper da. Jetzt komm. Ja. Gleich haben wir ihn. Ja. Jawohl. Gut gemacht. Hat jetzt noch was? Eine Holzfäller-Axt und sonst ist er arm wie eine Kirchenmaus, ne? Super, super, supi. Da gehen wir gleich noch was essen. Mhm. Und noch ein leckeres Stückchen. So, du Arschgeige. Du bist ja immer noch hier. Tja. Ja. So schnell wirst du mich nicht mehr los. Ach, mach doch, was du willst. Ich hab doch keinen Bock mehr, mich mit dir herumzuärgern. Oh, fünü, nü, nü, nü. Ja, ja. Ja, ja, wir haben gewonnen. Ich tu mal speichern, weil das gut lief. La la li la la. La 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 li la. Ich würde jetzt mal meinen, dass wir jetzt gegen Craig kämpfen werden. Ja. Ich werde es probieren. Craig, wo du seien? Craig, Craig, Craig. Schlafen? Sitzen? Sitzen. Hallo. Ich will spielen. Ich will spielen. Und zwar gegen dich, Bubi. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Dann, zurück. Ich will mit dir kämpfen. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Auf der Stelle. Also gut. Am besten triff schon mich hier. In der Arena. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Ja. Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Und was ist mit dir? Möge der Bessere gewinnen. Ja, ich. Ich bin bescheiden, was denn? Ich bin immer bescheiden. Ich bin ja der Held. Also wir sind der Held. Wir sind immer bescheiden. So, ich sauf mal inzwischen was. Bisschen was, ja. Jawohl, wir sind voll. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Automatisches Speichern, das ist auch gut. Los, lass es uns austragen. Boah, der Deichsel. Hey, ich hab ja noch meine Waffe gezogen gehabt. Und das nennst du fair? Ja. Ja. Pfui, Karament, eine. Jesus, na. Au, i, a. A, i, a. Ja. Ah, i. Alter. Ja. Au. Ja. Yay. Ja. Au. Puh, die Maus. Meine Maus. Au. Du Wirstel. Au. Ja. Ja. Ah, Puh, das war knapp im Blocken. Mehr du Saufiech, Kerl. Also, Mistding. Ja. Ja. Oh.
Oh, warte, langsam, nicht nachschlagen. Puh. Also, und Ausraum. Er hat Gold. Er hat Kurzbogen, heilkleiner Heiltrank, Beere und eine Bratpfanne. Und einen rostigen Dingens. Schwert halt. Na, Bursche? Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Boah. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Sehr bescheiden. Puh, Ende. Ja, das ist mal Ende. Kurzzeitig. Schnell speichern. Denn jetzt probieren wir es gegen den Big Boss. Ich will spielen. Ich will spielen. Und zwar gegen Domingo und setze 100 Goldmünzen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Sehr bescheiden. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Abgemacht. Viel Erfolg. Der Kerl ist wirklich eine harte Nuss, muss ich echt sagen. Beim ersten Mal spielen, da war er echt nicht schlecht, der Kerl. Der hat mir ganz schön den Arsch versohlt. Da sauf dich einen nieder, einen an. Puh, also dann, Bursche. Steig mit mir in die Arena. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Keine Lust, deine Mutter ist eine Ziege. Boah. Ach, vergiss es. Nö, keine Lust. Keine Lust? Geh weg, du langweilst mich. Deine Mutter ist eine Ziege. Deine Mutter ist eine Ziege. Mit Haaren auf den Zähnen. Alter! Du willst hier der beste Kämpfer sein? Für mich bist du nur eine Wurst. Ja, haben du da sicher eine. Du willst hier der beste Kämpfer sein? Für mich bist du nur eine Wurst. Von mir aus. Wer bist du denn schon? Ich bin der namenlose Held mit einer weiblichen Stimme im Schädel. Das bist du nicht und hast auch nicht. Diesen Luxus hat nur er. Der da. Ich geb dir 10 Gold. Ich geb dir 10 Gold. Das Gold kannst du mir geben. In die Arena gehe ich mit dir deswegen trotzdem nicht. Meine Kehle ist trocken wie ein Reibeisen. Ohne was Anständiges zu trinken, bewege ich mich keinen Meter. Ich hab Wasser für dich. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Wir brauchen was zum Saufen. Wo kriegen wir da was zum Saufen her? Was ihm halt auch schmecken könnte, dem Kerl, ne? Vielleicht hast du ja eher eine Idee. Domingo hat keine Lust auf einen Kampf in der Arena. Domingo hat keine Lust auf einen Kampf in der Arena. Hast du es schon mal mit Bier versucht? Bringe ihm einen ordentlichen Schluck Bier. Das wird Wunder wirken. Ihr habt doch alle einen Nagel im Kopf. Wisst ihr das? Sehr freundlich. Ich gehe auf jeden Fall mal kurz pennen. Nur ganz kurz. Bis zum nächsten Morgen pennen. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, gar kein... Jetzt shifts oder was? Tatsache. Naturdusche. Auch nicht schlecht. Mist, ich habe jetzt kein Bier, glaube ich. Schau mal ins Inventar. Milch, er kann Milch haben. Oder Rum. Rum hätten wir genug. Mist. Warte, ich tausche den noch schnell aus. So, jetzt bin ich glücklich. Ich brauche Bier. Kann ich hier irgendwo noch so eine tolle Portion nehmen? Hier sind ja Krüge. Mist, kein Bier drin. Nicht gut. Hast du noch Bier? Ist hier vielleicht Bier? Da ist Bier. Puh, ich bin nicht verhaut worden, deswegen Gott sei Dank. Gott sei Dank. Freibier, Freibier, jawohl, Freibier. Jetzt wird Domingo sicher mit uns in den Ring steigen. Wahrscheinlich kämpft er wie ein Flamingo. Mit so einem rosa Tütü. Hallo Domingo. Steig mit mir in die Arena. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Nein, schau, ich hab sogar was für dich. Einen kräftigen Schluck Bier. Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier. Und, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. Ja. Domingo.
Wären wir jetzt in Gothic, würde der Typ hier Gorn heißen. Die Synchronstimme. Unser Best Friend dort. Automatisch gespeichert ist, das gefällt mir. Er hat nämlich ein Schild und darum ist er etwas schwerer zu besiegen, weil er sich gut schützen kann. Und doppelt angreift. Puh. Ah, scheiße. Dreimal. Ja, sag einmal, trifft doch was. Eins, zwei, drei. Ja. Eins. Au. Puh, ich glaube nicht, dass man hier Tränke nutzen darf, ne? Zwei. Ah, wir haben getroffen. Ich sage, der ist ein bisschen härter drauf. Zwei. Drei. Ja, ich stelle mich an wie der letzte Depp. Der war echt nicht leicht zu besiegen. Zwei. Ja, warte. Der war wirklich nicht leicht. Das müsste hier passen, vom Spielstand her. Hoffe ich. Weil es hat die automatisch gespeichert. Ja, gut. Ich muss mehr aufpassen. Da habe ich viele Versuche gebraucht und eine Portion Glück. War auch dabei. Eins. Wow, wow. Puh. Pariert. Gut, schön gemacht. Eins. Komm, eins. Ja. Eins. Ja. Jawohl. Schön getroffen. Ja. Puh. Scheiße. Wow. Na, okay. Darf nicht zu riskieren. Langsam. Schön geschmeidig. Sehr gut. Nein. Komm her, du Depp. Ja. Komm her. Ja. Wow, langsam. Ja, natürlich. Puh, langsam zurück. Puh, Alter. Wow. Jawohl. Scheiße. Echt, das hat gerade schön ausgeschaut. Aber war nicht so dienlich. Ja, ich werde wieder verlieren, weil ich zu viel riskiert habe. Jawohl. Ja. Wow, 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 wow. Puh, Glück gehabt. Jawohl. Wow, Glück gehabt. Ja. Ach, das ist... Spannend. Jawohl. Fast. Fast. Ja, da brauche ich jetzt ein bisschen. Sorry. Aber es hat nicht so schlecht ausgeschaut. Ich habe zu viel riskiert bei dem Einschlag. Da hat er mich ganz schön schicht erwischt. Zeit für eine kleine Lektion. Ja, ja. Und der erste Schlag hat schon gesessen. Da war sogar von uns. Wow. Puh. Au, ja, den habe ich verdient. Das war gemein. Hey, das war jetzt unfair. Jetzt nochmal. Da traue ich mir gar nicht mehr, hey, du Sau. Sicher. Ja. Jawohl. Ich sage, ein Quäntchen Glück ist halt auch dabei. Mist, verdammt. Ach, schlecht. Schlecht, schlecht. Du Sackelpicker. Darf hier echt nicht wahr sein.
Zeit für eine kleine Lektion. Ja, ja, leider. Na komm, gar nichts treffen ist jetzt auch nicht schön. Puh. Ja, er trifft mich natürlich, ist logisch. Boah, jetzt haben wir ihn erwischt. Bum, 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 bam. Puh. Jawohl, getroffen. Puh. Ja, boah. In der Drehung erwischt gehabt. Und jetzt haut es natürlich nicht hin. Jetzt legt sogar die Musik ein bisschen. Ja. Ganz ruhig, ganz geschmeidig. Ja. Ganz geschmeidig. Wow, den hat, der hat gut gesessen. Der auch? Das gibt's ja nicht. Hier, komm her. Der hat... Ja. Ja, ja, sicher. Natürlich, du Kack-Fackel, du Elendiger. Hey, er ist aus der Arena draußen. Ich hätte gewonnen. Nicht übermütig werden. Ich sagte nicht übermütig werden. Ja, ja, natürlich. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ja, gewonnen. Pfeil, Bier und Fackel. Ja, gewonnen. Oh, gewonnen. Ja, ja, ja. Schnell speichern. Warte, hierhin. Da ist besser. Ja, gewonnen. Hurra. Super. Na? Der Arena-Kampf war gar nicht schlecht. Du kannst was. Aber vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tricks beibringen. Ja. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Eigentlich schon dann, ne? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Hm. Irgendwas stimmt gerade mit dem Ton nicht. Das gefällt mir gerade nicht. Was ist denn das jetzt? Das mag ich gerade nicht. Was ist denn das? Da muss ich wahrscheinlich ganz kurz mal den Stecker ziehen. Fürchte ich. Das ist wieder typisch passend, echt. Wenn die Technik streikt. Warte mal, ich probiere noch was. Vielleicht hilft es ja mit einem Laden. Von, ich würde sagen mal hier. Nö. Ja. Ich könnte eventuell noch das Spiel verlassen. Das könnte ich noch machen. Und neu machen. Wartet mal ganz kurz. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Hoffentlich ist es damit behoben. Ja, der Kopfhörer spinnt. Wenn ich Pech habe, muss ich den Stecker ziehen. Mal schauen. Jetzt komm. Mach, mach. Mach, mach. Mach, 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 mach. Hoffe, hört das jetzt auf, das Rauschen, weil das nervt irrsinnig. Ist klar, ne? Die Technik. Die Technik geht immer dann flöten, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Jawohl. Skip, skip, skip. Na, rauscht immer noch. Ah, ich hasse es. Wartet mal kurz. Ich gehe ein bisschen Hardware überprüfen. Bis gleich.